Rot-Grün in der Krise. Nach 4,5 Jahren Regierung fliegen zwischen Michael Häupl und Maria Vassilakou ganz ordentlich die Fetzen. Der Anlass, die Grünen wollten gegen den Willen der SPÖ ein neues Wahlrecht beschließen. Daraufhin haben die Roten einfach einen grünen Abgeordneten abgeworben und damit die Mehrheitsverhältnisse im Rathaus ordentlich durcheinandergewirbelt. Seit Jahren streitet die Stadtregierung um ein neues Wahlrecht in Wien. Im Februar verkünden dann beide Parteien, die die Mehrheit im Gemeinderat stellen, das Scheitern der Verhandlungen. Die Grünen lassen nicht locker und greifen zu einem Trick, um gemeinsam mit FPÖ und ÖVP und damit gegen den Willen des Koalitionspartners ein neues Wahlrecht zu beschließen. Dieses würde vor allem der SPÖ schaden, deshalb wollen die Roten sich das nicht gefallen lassen. Sie werben den grünen Abgeordneten Senol Akilic ab und haben damit exakt 50 von 100 Abgeordneten im Wiener Gemeinderat. Es entsteht ein Patt, 50-50, nichts geht mehr. Das Wahlrecht bleibt, wie es ist, und auch die Regierung.